Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch ganz, ganz herzliche sonnige Grüße. In dieser Legung geht es darum, was in dein Leben kommen wird und um das, was aus deinem Leben gehen wird. Ich schaue für dich in die Paulina Tarotkarten und in die Vintage Wisdom Orakelkarten. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung und deswegen kann es natürlich sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist jetzt hier, du hast diese Legung gefunden und deswegen warten hier Informationen auf dich. Du sollst etwas erfahren, ja? Und ich beginne erstmal mit dem, was aus deinem Leben gehen wird, was sich verabschieden wird. Und ich lege erstmal die Tarotkarten und dann werde ich das mit den Orakelkarten ergänzen. Und das Gleiche werde ich dann auch tun mit dem, was in dein Leben kommt. Aber erstmal das, was geht. Der Teufel, der Narr und der Wagen. Ja, drei große, starke Karten. Und das ist das, was aus deinem Leben gehen wird. Das ist das, was aus deinem Leben verschwinden wird, weil es keinen Platz mehr dafür zum Beispiel in deinem Leben gibt. Oder es ist jetzt einfach an der Zeit, dass das verschwindet. Ja, und ich habe hier den Teufel und den Wagen. Also es wird schnell gehen, das wird sich schnell verabschieden. Es kann natürlich auch eine Person sein, es kann aber auch ein Umstand sein, etwas, was dich sehr belastet hat. Das habe ich hier. Etwas, was dir nicht gut getan hat mit dem Teufel. Ja, das sind Probleme, Schwierigkeiten. Das ist etwas, was bedrückend sich auf dein Leben ausgewirkt hat. Das war wie ein Klotz am Bein. Das hat nicht richtig zu dir gehört. Das war auch, aber ja, sowas wie gemischte Gefühle haben, nicht wissen ganz genau, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt schlecht ist. Oder man hat mit der Zeit gemerkt, dass das einem nicht gut tut. Am Anfang hat es sich gut angefühlt, aber dann gab es da so eine Wende und dann war es nicht mehr gut, weil die Zeit hat sich verändert. Und deswegen, weil die Zeit sich verändert hat, deswegen hat das jetzt keinen Platz mehr in deinem Leben. Es kann auch eine Person sein, ja, das sage ich gleich, die aus deinem Leben verschwinden wird. Kann jemand aus deinem Freundeskreis sein, kann jemand von der Arbeit sein. Die Person muss nicht komplett aus deinem Leben verschwinden, aber sie rückt in den Hintergrund und sie wird sich nicht mehr negativ auf dein Leben auswirken. Ja, das habe ich hier. Dieser negative Einfluss von dieser Person oder von diesem Umstand. Ich habe das hier auch wie Probleme, die immer wiederkehren. Das ist irgendwie, ja, als wäre das ein Problem, was immer wieder kommt, aber in einer etwas anderen Gestalt. Etwas verändert, aber im Kern ist es das Gleiche, ja, und das verschwindet. Das könnte zum Beispiel auch etwas sein, was du nicht freiwillig machen wolltest. Etwas, was zu dem du irgendwie gezwungen worden bist, nicht unbedingt durch eine Person, ja, kann natürlich auch sein, aber ich habe das eher so hier durch die Umstände. Ja, durch die Umstände, es ging nicht anders und du hast es gemacht, vielleicht mit Zähneknirschen, vielleicht einfach, ja, Augen zu und durch und das geht weg. Das musst du dann auch nicht mehr machen, das wird auch nicht mehr in dein Leben kommen. Und das wird sehr schnell gehen, was ich hier habe, mit dem Narren und mit dem Wagen. Könnte spontan auf einmal, zack, und es ist weg, es hat sich aufgelöst. Es könnte dir dann im Nachhinein so vorkommen. Und es kann natürlich aber auch hier ein Mensch sein, der von dannen zieht. Und diese Person hat dir im Grunde genommen nicht gut getan. Also wenn du
das ganz genau betrachtest, vielleicht dann später, wenn diese Person dann weg ist und der erste Schmerz oder der erste Schock, ja, oder dieses erste Unangenehme, nachdem diese Person weg war, weil für einige von euch habe ich das hier, das wird eine Erleichterung sein, für andere wird es aber ein bisschen, naja, traurig sein im Endeffekt, weil das hatte ja einen Platz in deinem Leben oder diese Person hatte einen Platz in deinem Leben und dieser Platz ist jetzt leer mit dem Narren. Ja, dieser Platz wird dann leer sein und es kann sein, dass du das vielleicht im ersten Moment bedauerst, aber dann merkst du, wow, Platz ist geworden. Mir ist es einfach leichter ums Herz. Ich fühle mich ganz anders. Diese Schwere ist weg. Ja, wie gesagt, Klotz am Bein. Ja. Was du die ganze Zeit irgendwie so mit dir geschleppt hast, ohne das richtig zu wissen. Es kann auch ein Problem sein, was einfach so verschwinden wird. Plötzlich auf einmal, zack, ist es weg, löst sich auf. Ja, und das geht aus deinem Leben. Und ja, du wirst es schon merken, aber du wirst irgendwie nicht so ganz wissen, wie das im Endeffekt passieren konnte oder wie das im Endeffekt gelöst worden ist, ja. Das ist irgendwo hier sowas wie schwuppsdiwupp und es ist weg, ja, mit den Narren. Und du bist dann frei, weil das ist hier die Narrenfreiheit. Leichtigkeit, Beschwingtheit, endlich auch so eine, so ein Vertrauen in das Ungewisse, in das Unbekannte. Es ist Platz geworden und dieser Platz kann jetzt ja, gefüllt werden mit etwas Neuem. Und es verabschiedet sich schnell und du kannst dann auch schnell handeln dann danach, ja. Du kannst auch zu Tat schreiten und etwas Neues im Leben beginnen. Ich habe hier dadurch, dass das weggeht, der Teufel geht weg, dieses unangenehme, belastende, problematische, schwierige, ja, das könnte auch hier so eine Blockade sein, ja. Vielleicht wirst du das erst merken, wenn das weg ist, dass das eine Blockade war, dass es dich blockiert hat, dieser Umstand oder dieser Mensch, dass das irgendwie verhindert hat, deine Entwicklung in dieser speziellen Angelegenheit, ja, in deinem Leben. Und dann ist es frei, da ist Freiheit da, das ist auch irgendwie so eine Beschwingtheit und Zuversicht, ohne zu wissen, was darauf kommen wird, was dann noch im Leben dich erwarten wird, jetzt wo diese Person oder diese Sache weg ist, ja, oder dieser Umstand, dieses Problem, dieser Sachverhalt. Diese Situation kann das auch sein, ja. Es ist weg und es ist frei, beschwingt, leicht und schnell. Und du kannst deine Reise beginnen oder deine Reise fortführen. Weil es kann sein, dass bei einigen von euch das einfach blockiert hat, ja. Das war wie so eine Bremse, ausgebremst, komplett ausgebremst sein. Und dann ist diese Bremse nicht mehr da und du rollst einfach weiter und zwar ziemlich schnell und gewinnst immer mehr an Tempo. Und für einige von euch ist es hier sowas wie so eine Befreiung zum Teil und auch Möglichkeit für etwas Neues, ja, etwas Gewagtes, was ich hier habe. Etwas Gewagtes kommt auf dich zu, nachdem diese Sache oder dieser Mensch, dieser Umstand, diese Situation, dieses Problem, diese Blockade weg ist. Ja, da kommt etwas Neues. Dieser Platz wird gefüllt werden, ziemlich schnell. Es kann für einige von euch ja unter Umständen, wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung und nicht mit jedem wird das übereinstimmen. Aber es kann auch eine Reise dann begonnen werden, eine richtige Reise. Du kannst zum Beispiel dann verreisen, ja, oder einfach irgendetwas spontan machen oder mehr Spontanität an den Tag legen. Auch deine Launen und vielleicht nicht Launen, sondern deine Stimmungen besser ausleben. Ja, mehr so nach dem Motto leben, ich tue, was ich will und ich mache mir keine Sorgen darüber. Ja. Du musst dann nicht mehr so Rücksicht nehmen. Vielleicht auf andere Personen oder wie andere darauf reagieren oder was wird dann passieren, wenn ich zum Beispiel das mache, wonach mir ist, ja.
Es kann hier auch sowas sein, dass sich dann dieser Umstand dann einstellt, also diese Einstellung sich dann einstellt. Ja, das kann auch hier eine Sucht sein. Ich will das mal so am Rande nur stehen lassen, weil das würde bestimmt nicht mit allen übereinstimmen. Das ist wirklich nur so eine kleine Sache. Vielleicht betrifft es jemanden, ja, da draußen, der jetzt hier bei mir ist, ja. Die Sucht, du kannst die Sucht loslassen. Die Sucht wird verschwinden. Das wird dir ganz leicht fallen. Vielleicht die Sucht nach Zucker, ja. Wir sind ja alle irgendwo süchtig nach Zucker. Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein, ja. Oder du überwindest dich, endlich Sport zu machen. Das könnte hier auch so sein. Endlich lässt du diese Blockade los und fängst an, Sport zu machen hier mit dem Wagen, ja. Es ist die Liebe. Es ist auch die Liebe. Die Liebe. Die Liebe geht, die Liebe kommt. So würde ich das hier sagen. Die Liebe zu jemanden, die Liebe zu dir selber, die Liebe zum Leben, die Liebe zum Beispiel, wie gesagt, zum Zucker, ja, verschwindet und du befreist dich davon. Es ist etwas, was Befreiung bringt in der Liebe, ja. Für einige von euch, nicht für alle, für einige von euch, ihr hattet mit einem Menschen oder habt immer noch mit einem Menschen in eurem Leben zu tun, ja, das muss ich hier ansprechen, der euch nicht gut tut im Endeffekt. Und ihr merkt das nicht, du merkst es vielleicht nicht, dass diese Person wie eine Belastung für dich ist. Du bist verliebt, du hast Gefühle für diese Person und du merkst nicht, dass dieser Mensch nicht gut ist für dich. Wenn diese Person sich verabschiedet, wenn diese Person weg ist, wenn diese Person geht, merkst du, dass das eine Befreiung ist und du kannst dann in der Liebe neu anfangen. Und hier haben wir ein kleines Herz, ja? Das ist dann auf der Suche nach einer neuen Liebe. Und diese Suche nach der Liebe, was ich hier so sehe, kann schnell gute Resultate bringen. Also du könntest zum Beispiel schnell jemanden kennenlernen oder du stürzt dich dann in Verabredungen, ja, und lässt einfach so diese Ernsthaftigkeit weg und vergnügst dich einfach. Du triffst dich, du lernst neue Menschen kennen und das tut dir gut. Und vielleicht ist jemand dabei, der dein Herz erobern kann. Ja, sowas habe ich hier auch, wenn es sich um die Liebe handelt. Ja, das ist die Geduld. Ja, geduldig sein mit sich selber, Geduld für sich selber aufbringen hier in dieser Situation. Ja, wenn diese Sache dann weg ist, dass du vielleicht nicht sofort irgendwelche Sachen machst, die du dann später bereuen würdest. Ja, so sehe ich das. Einfach geduldig sein, dich eher zurücknehmen, zurückhalten und dann aus dem Vollen schöpfen, was ich hier so im Kartenbild habe. Ja, also wie gesagt, für einige von euch wird es hier ein Umstand sein, an dem ihr sehr lange gehangen habt. Das muss nicht unbedingt die romantische Liebe sein. Es kann hier auch etwas sein, wofür das Herz geschlagen hat. Zum Beispiel, du hast etwas lieb gewonnen oder du hast es irgendwo gemocht. Ich habe das hier so Hassliebe. Ja, vielleicht in Bezug auf einen Gegenstand, vielleicht in Bezug auf eine Situation. Muss nicht, wie gesagt, muss nicht unbedingt etwas mit der romantischen Liebe zu tun haben. Kann zum Beispiel auch eine Freundschaft sein, ja? So eine Hass-Liebe-Freundschaft. Man kann nicht mit, aber man kann auch nicht ohne. Und das kann man so auf alles hier übertragen. Und das war schon belastend. Ja, das ist schon belastend. Und das geht weg. Das geht weg. Und es eröffnen sich dir neue Möglichkeiten. Eine ganze Welt hier steht dir offen. Aber hab Geduld auch mit dir selber. Ja, ich habe das hier eher so mit dir selber geduldig sein. Nicht auf Teufel komm raus, dann irgendetwas machen, Übersprungshandlungen und auf Teufel komm raus hier den Platz füllen wollen. Sondern eher so langsam, Stück für Stück. Aber trotzdem, du wirst an Tempo gewinnen, was ich hier so habe. Und
Ich habe das hier so, falls das eine romantische Angelegenheit hier ist, falls es mit der romantischen Liebe zu tun hat, du wirst Optionen, Möglichkeiten haben. Ja, das zeigen mir die Karten. Nicht genau was, nicht genau wen, wie der Typ aussieht oder die Frau aussieht, welche Haarfarbe, was der von Beruf ist, sondern ich habe das hier so was so offen. Es kommt sehr viel rein. Es ist wirklich sehr viel Bewegung hier dann zu sehen in dieser Angelegenheit. Auch wenn es nicht mit der Liebe zu tun hat, vielleicht mit Beruf. Ja, dann wirst du Optionen haben. Aber wie gesagt, langsam, ruhig das Ganze angehen. Nicht das erstbeste Angebot nehmen. Ja, könnte hier so sein. So, das geht. Was wird denn kommen? Ja, sieben der Münzen. Der Tod, der Gehängte, was kommt? Und eine Karte ist mir runtergefallen. Einen Moment. Und das Gericht. Ja, was wird kommen? Es wird eine krasse Veränderung kommen in dein Leben. Ja, vielleicht dadurch, hier, dadurch, was ich jetzt hier gesagt habe, dadurch, ja, geht. Ja, dadurch, dass es hier geht, wird was anderes kommen. Ich habe hier den Tod. Das ist eine transformative Phase. Alles verändert sich. Alles wird in deinem Leben in der Veränderung sein. Vielleicht nicht alles, vielleicht nicht alle Bereiche deines Lebens, vielleicht nur ein Bereich, aber Geduld. Und als allererstes hab ich hier die sieben der Münzen. Und hier habe ich Geduld und hier habe ich sieben der Münzen. Das ist auch Geduld. Das ist warten, bis die Früchte reif sind. Du hast den Samen gesät. Es wurde für dich vielleicht sogar der Samen gesät. Alles wurde vorbereitet. Es ist in der Vorbereitung, es ist in der Mache, könnte man sagen, für dich im Hintergrund, ja? Es kann sein, dass du auf etwas vorbereitet wirst dadurch. Wirst du auf etwas vorbereitet und lass dem ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß, es ist sehr oft werde ich gefragt, wann, 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 wann. Ich habe hier keinen Zeitraum, das kann ein halbes Jahr sein, ja, bis das alles hier abgeschlossen ist, weil das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Manchmal schon, aber das ist eher selten. Ja, ich habe hier einen Prozess von einem halben Jahr. Das wird gehen und dann kommt das. Geduldig sein. Reifeprüfung bekomme ich hier auch. Die Reifeprüfung. Du wirst geprüft auf Herz und Nieren. Und dann, wenn du reif bist, wenn die Zeit reif ist, wenn es an der Zeit ist, dann kommt diese krasse Veränderung, diese Transformation in deinem Leben. Und das wird alles ganz anders, weil das wird alles auf den Kopf gestellt. Ich möchte dir keine Angst machen, ja, aber das wird sich hier sehr vieles verändern. Und es könnte in dieser Phase, wo sich das Ganze verändert, könnte das so sein wie Hü und Hott. Mal passiert sehr viel, dann passiert wieder nichts. Ja, dann passiert wieder sehr, sehr viel Umwälzung, Umstrukturierungen. Es wird sehr viel aufgebaut werden und dann passiert wieder gar nichts. Dann ist wieder Flaute, dann ist wieder plötzlich auf einmal Stillstand. Dieser Stillstand ist aber gut für dich, weil du hast die Möglichkeit, in der Zeit wieder zu reifen, dich darauf einzustellen, damit umzugehen, damit klarzukommen, vielleicht sogar dir zu überlegen, was zu tun ist, dich zu zentrieren, dir Gedanken zu machen hier, ja. Und das ist hier sehr gut, was ich hier so sehe. Aber vielleicht wird es einigen von euch nicht so passen, weil das ist, wie gesagt, hier ganz viel und dann still. Ganz viel und dann still, ja? Weil das muss ja alles irgendwie geordnet sein, das muss sich setzen, das muss Wurzeln schlagen, das muss ineinander sich verkeilen, damit das Fundament gegründet wird, damit dann später was drauf aufgebaut werden kann. Und diese Zeit, für einige wird diese Zeit so ungemütlich empfunden werden, aber zum Schluss hier habe ich. Diese Karte und da sieht man hier diese Person, die,
Ja, man könnte sagen, das ist hier sowieso ein angedeutetes Herz und diese Person sitzt hier und ist ganz still und erholt sich und tankt wieder Kraft, aber um sie herum passiert sehr viel. Das Ganze ist in Bewegung und ja, es sprudelt. Es funkelt, was ich hier so habe. Diese Person ist aber verbunden, angebunden, obwohl sie sich hier irgendwo im Nirgendwo befindet. Trotzdem ist sie angebunden. Ich ziehe mal noch eine Karte. Ja, das ist die Dankbarkeit. Also der Schlüssel zum Glück in dieser ganzen Angelegenheit, die mir hier gezeigt wird, ja, das ist die Dankbarkeit. Das Gericht zeigt aber auch im Allgemeinen, ja, den Durchbruch schaffen, sich aus diesen hin und her im Endeffekt befreien oder befreit werden und ja, durchbrechen zu deiner persönlichen Freiheit. Diese undurchdringliche Sperre, Blockade einfach durchbrechen können im Endeffekt. Ja, und dankbar sein und sich freuen und auch etwas Gutes dann erfahren. Ich habe das hier so, dass was kommen wird, ja, das ist mal was Gutes, mal was Schlechtes. Und es wechselt sich hier ab, was ich so sehe in den Karten. Das wird eine unruhige Zeit sein, die dich erwarten wird. Und zum Schluss wirst du das Ganze hinter dir lassen. Und aus diesem Hin und Her, aus diesem mal ganz oben auf, mal etwas tiefer sein, vielleicht auch stimmungsmäßig, wird sich bei dir gute Stimmung etablieren, wird bei dir gute Stimmung, froh sein, Frohsinn, das, ja, könnte man auch sagen, dass das Glück genießen, erleben können, dadurch, dass du hier mit dem Gericht befreit worden bist. Befreit wirst, vielleicht sogar dich selbst befreit von von diesen Umständen, die ständig aufeinander folgen. Weil ich habe hier bei einigen von euch habe ich hier das ba Wechselbad der Gefühle. Könnte man auch sein. Ja, und ich frage mal, warum? Warum dieses Wechselbad der Gefühle? Es wird enden und es wird dann die Zeit kommen für dich. Der Ausgeglichenheit. Das Ganze wird ja ausgeglichener verlaufen, dein Leben im Allgemeinen oder diese ganz spezielle Angelegenheit. Aber ich frage hier dieses Wechselbad der Gefühle. Warum? Weshalb? Was ist das? Der Ritter der Kelche, es geht auch bei einigen von euch um die Liebe, ja, was ich hier so habe. Hü und Hott, mal viel zusammen erleben, dann wieder Stillstand, Pause. Muss nicht unbedingt so sein, dass das irgendwie gewollt ist. Können auch die äußeren Umstände sein, einfach, die das nicht erlauben, dass zum Beispiel man die ganze Zeit vieles unternimmt. Kann die Arbeit sein, kann die Entfernung sein, können irgendwelche Probleme sein, die dann auftauchen bei dir, bei deinem Gegenüber, ja, die dann diesen Stillstand hervorrufen. Und das kann hier die Liebe sein, da kann das Herz irgendwie noch involviert sein in diese ganze Angelegenheit, kann, muss nicht. Und dann das Gericht. Da muss ich auch das noch klären. Ja, die Gerechtigkeit. Also in dieser ganzen Sache wirst du dann Gerechtigkeit erfahren. Es wird richtig sein. Es wird sich richtig anfühlen. Du wirst den Durchblick erhalten, du wirst alles sehen können und dann vielleicht sogar urteilen.
Ich habe hier nicht sowas wie verurteilen, aber urteilen, die ein Urteil bilden und dementsprechend auch hier handeln. Also ich habe das hier für ein halbes Jahr angesetzt, kann auch nur ein Monat sein, können auch 3 Monate sein, kann auch eine Woche sein hier. Ja, aber ich habe hier eine sehr intensive Zeit für dich. Sehr intensiv und wo du viel Kraft brauchen wirst. Aber es wird nicht nur negativ, sondern ich habe hier auch sehr viel Freude, sehr viel Spaß, viel Action, viele Veränderungen und dann Zeit auch darüber nachzudenken, nachzusinnen, alles wieder zu ordnen, beziehungsweise die äußeren Umstände werden dich dazu zwingen, ja. Und das hat irgendwie dein Herz ist involviert, muss nicht unbedingt die Liebe sein, kann auch eine Angelegenheit sein, für die dein Herz schlägt, zum Beispiel im Beruf. Ja, da kann man auch irgendwie so ein bisschen mit den Gefühlen dabei sein oder vielleicht irgendetwas Familiäres oder mit Freunden irgendetwas. Ja, aber zum Schluss schaffst du den Durchbruch, du schaffst den Absprung in etwas Besseres, zumindest in die volle Ehrlichkeit. Und auch Ausgleich, es wird sich alles ausgleichen, dieses Ungleichgewicht, was ständig hier so heiß-kalt, mal still, dann wieder sehr viel zu tun, sehr viel Action in so kürzester Zeit, dann wieder auf einmal Stillstand, ja, das wird dann ein Ende haben und sich alles ausgleichen und du wirst einfach auch in deine Mitte finden in dieser ganzen Angelegenheit und dann steht da noch irgendwo eine Entscheidung im Raum, was ich so sehe, am Ende dieses ganzen Prozesses. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, das geht, das kommt. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren. Du kannst mir einen Kommentar schreiben. Über liebe Kommentare freue ich mich immer. Bedanke mich bei dir dafür, für deinen lieben Kommentar, falls du einen schreiben wirst. Ja, wenn du zum Beispiel meinen Kanal schon abonniert hast, bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, wenn du es noch vorhast. Gerne, würde mich freuen. Und ja, wenn du das, was ich hier tue, gut findest oder wenn du diese Legung gut gefunden hast, ein Like vielleicht, würde mich sehr freuen, bedanke mich. Ich mich bei dir jetzt schon an dieser Stelle dafür. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Viel Kraft. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.